Der Zuhide-Kuti, der dribbelt in die gegnerische Hälfte hinein. Jetzt wandert der Ball im Flachpass zum rechten Flügel der Ungarn. Todd zieht den Ball in den Strafraum. Kosic lässt ihn durch. Puskás müsste schießen. Schießt auch. Kopfabwehr von Liebrich. Immer wieder Liebrich. Und der Applaus ist zurecht. Das Abspiel von Liebrich zu Rahn wird von Rahn weitergeleitet zu Ottmar. Ottmar schön im Querpass zu seinem Bruder Fritz, der blimmt den Ball direkt in der Luft an, stoppt ihn dann, tötet ihn. Er ist auf diesem nassen Boden in seinem Element, spielt steil durch, aber Morlock kann nicht an den Ball kommen, denn Zacharias hat sich das Leder geholt. Und nun Zweikampf zwischen Todd und Fritz Walter. Todd bleibt Sieger, aber das nützt ihm nicht viel, denn Eckel steht dahinter, hat den Ball angenommen. Eckel dribbelt in die gegnerische Hälfte hinein, von links wandert der Ball hinüber nach rechts. Unser deutscher Rechtsaußen, Rahn aus Essen. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor! Für Deutschland, Linksschuss von Rahn, Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen, Schäfer hat sich gegen Boczek durchgesetzt, 3:2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende, halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt, ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen und sollten jetzt Daumen halten. 4,5 Minuten Daumen halten in Wankdorf. 3:2 für Deutschland nach dem Linksschuss von Rahn, der flach im linken Eck einschlug. Und Schuss von Ottmar Walter auf das Tor der Ungarn. Drehen jetzt den 7. oder 12. Gang auf und Kosic flank, Puskás abseits, Schuss, aber nein, kein Tor, kein Tor, kein Tor, Puskás abseits. Eindeutige Abseitsstellung von Major Puskás. Großartig seine Aktion, großartig auch die Vorarbeit von Kosic, der mit Kopfball zu seinem Clubkameraden verlängerte. Dann schoss Puskás flach, aber er stand eindeutig abseits und Griffiths aus Wales, der Linienrichter auf unserer Seite, hatte die Fahne hoch und Link hat prompt reagiert. 3:2, aber das hätte natürlich ins Auge gehen können, zu spielen noch 4 Minuten im Wankdorfstadion in Bern, im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Und die deutsche Mannschaft hat etwas nervös, verständlich natürlich in diesem Augenblick, eine Situation vergeben und dadurch rutscht der Ball ins Aus. Einwurf für
Ungarn in der Höhe der Mittellinie. 2:0 führten die Ungarn nach 8 Minuten. Jetzt steht es 3:2 für Deutschland. 8 Abwehrspieler im weißen Jersey, also im Nationaldress unserer deutschen Elf, verteidigen den eigenen Strafraum und schlagen den Ball weg. Und Schäfer zeigt beruhigend mit den Händen zu seinen Kameraden, als wollte er sagen, jetzt Nerven behalten. Der einzige Stürmer, der jetzt vorne ist, ist Fritz Walter. Die Ungarn auf der eigenen Hälfte rausschlagen den Ball nach vorne. Und Hide Kuti, aber Thüringer Boden hat gehalten. Hide Kuti hatte den Ball mit dem ausgestreckten Bein verlängert. Und im Eck, da lag Turek. Vielleicht wäre der Ball vorbeigegangen, aber besser ist besser. Und er hat den Ball genommen, hat ihn abgeschlagen. Wunderbar, dass die Mannschaft nicht nur defensiv spielt, sondern dass sie jetzt auch sogar noch stürmt. Schäfer, der links außen am rechten Flügel im Strafraum, hat den Ball, könnte zu Fritz Walter spielen, aber Fritz Walter hat um Zentimeter den Ball verfehlt und die Ungarn spielen sich frei. In der vorletzten Spielminute stürmt Ungarn durch Hide Kuti, aber Morlock bremst ihn auf der Mittellinie. Eckel aus Kaiserslautern am Ball, spielt quer hinüber zu Rahn. Rahn mit einer souveränen Ruhe, abgespielt zu Schäfer. Schäfer sagt, lass dir Zeit, jetzt spielen die Deutschen auf Zeit. Trotzdem kombinieren sie doch schön. Fritz Walter zu Schäfer, Schäfer in Rechtsaußenposition, könnte da innen flanken, schießt, aber er schießt an das kurze Außennetz. Es gibt Abschlag vom Tor der Ungarn. Vielleicht lässt er Fritz Walter, Ball verfehlt, Puskás am Ball im Mittelkreis, aber Eckel springt dazwischen, hat abgewehrt. Die ganze deutsche Mannschaft setzt sich ein mit letzter Kraft, mit letzter Konzentration. Ottmar Walter fällt hin, Bocic an zwei Deutschen vorbei. Jetzt haben die Ungarn eine Chance, spielen ab zum rechten Flügel. Csibor, jetzt ein Schuss, gehalten von Doni, gehalten. Und Puskás, der Major, der großartige Fußballspieler aus Budapest, er hämmert die Fäust auf den Boden, als sollte er sagen, ist denn das möglich, dieser 7-Meter-Schuss? Es ist wahr, unser Toni hat ihn gemeistert und die 45. Minute ist vollendet. Es kann nur noch ein Nachspielen von einer Minute sein. Deutschland führt 3:2 im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, aber es droht Gefahr. Die Ungarn auf dem rechten Flügel. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinie ins Ausgeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen. Der ist ausgeführt, kommt zu Bocic. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern. Nach diesen 30 Sekunden, die Sie dem Reporter verzeihen müssen, ja bitte müssen, denn Sie können sich nicht vorstellen, was hier los war, wollen wir versuchen, in normaler Lautstärke und einigermaßen ruhig Ihnen das weitere Geschehen hier zu schildern. 100, 200 Fotografen auf dem Spielfeld, Angehörige der Schweizer Armee bilden mit einem Seil ein Karree. Die deutsche Mannschaft, Weltmeister 1954, ist vollkommen im Mittelpunkt der Ovationen. Daneben stehen die Ungarn. Die Ungarn ruhig gesammelt. Ein Kompliment für diese Jungs, die großartig verlieren können, die uns vorgeführt haben wie ein wahrer Weltmeister. In dem Moment, wo er einmal geschlagen wird, eine solche Niederlage mit Fassung trägt. Unseren Dank diesen prachtvollen Jungs aus Budapest. Aber unser Stolz, unsere Freude und unseren ganz innigen Dank den 11 Spielern im weißen Jersey und den schwarzen Hosen, die jetzt zur Gegentribüne hinüberlaufen und die deutsche Schlachtenkolonie begrüßen. Die Fahnen schwarz-rot-gold sind drüben im weiten Rund zu sehen und auch wir sind ergriffen, während die deutsche Elf in alle vier Richtungen läuft und überall das Publikum, die 70.000, grüßt.
Schön. Wir wollen auch in diesem Augenblick nicht vergessen, dass es ein Spiel ist. Ein Spiel, aber das populärste Spiel, das die Welt kennt. 86 Nationen gehören der FIFA, dem Fußballweltverband, an. Und Deutschland hat in diesem Weltturnier, das alle 5 Jahre ausgetragen wird, heute den Weltmeistertitel 1954 errungen. Die deutsche Mannschaft ist so, der Fritz Walter, der küsst den Toni Turek ab. Und die Spieler, sie gebärden sich also, als ob sie ein Schloss gewonnen hätten. Jetzt stellt sich die deutsche Mannschaft vor der Haupttribüne auf. Daneben stehen die Ungarn, alle 22 abgekämpft. Zwischen beiden Mannschaften Schiedsrichter Link, dem wir bestätigen müssen, dass er im Großen und Ganzen ausgezeichnet gepfiffen hat. Und die beiden Linienrichter Orlandini und Griffiths. Jeden Augenblick wird die Siegerehrung vorgenommen. In Anwesenheit des schweizerischen Bundespräsidenten Rubatel. Die Ehrung wird sprechen und vornehmen der Ehrenpräsident des Fußballweltverbandes, der Greise Jules Rimet, um dessen Pokal es hier bekanntlich ging. Für 4 Jahre wandert dieser Pokal nunmehr nach Deutschland. In 4 Jahren werden wir ihn zu verteidigen haben in Schweden. Jules Rimet, wenn ich es recht erkenne, betritt das Podium. Unter ihm steht der neue Präsident der FIFA, der Belgier Seldreyers. Daneben der Organisator der Fußballweltmeisterschaft 1954, Tommen Schweiz. Ihm gebührt ein Sonderlob für die großartige Abwicklung, für die sportliche Abwicklung dieser 2,5 Wochen in der Schweiz. Die Offiziellen des Deutschen Fußballbundes erkenne ich noch nicht, aber Bundestrainer Herberger erkenne ich, die Ersatzleute erkenne ich. Sie alle freuen sich, denn eine Mannschaft hat gewonnen. Kein Einzelspieler, sondern unsere deutsche Mannschaft. Silenzium, Achtung, Achtung, liebe Sportfreunde. Nun folgt die Übernahme des Pokals durch den Ehrenpräsidenten Monsieur Jules Rimet sowie die Medaillen an die Sieger und die Weltmeisterschaften. Chers amis sportifs, voici maintenant la remise par le président d'honneur de la FIFA. Keiner im weiten Stadion verlässt seinen Platz. Alles wird die kommenden 10 Minuten hier miterleben. Jules Rimet unter einem Regenschirm steht auf dem Podium und beginnt in diesem Augenblick zu sprechen. Noch etwas Aufregung, weil der ehrwürdige Herr mit dem Mikrofon nicht recht umzugehen weiß. Aber jetzt ist es soweit. Dont le trophée et la coupe que je vais avoir le plaisir de remettre à l'équipe de l'Allemagne, vainqueur de ce tournoi grandiose, a été disputé pour la première fois en 1930 à Montevideo, puis en Italie en 1934, en France en 1938. Et à Rio de Janeiro en 1950. Der französische Ehrenpräsident der FIFA, Jules Rimet, gibt soeben einen kurzen Abriss über die Geschichte der Fußballweltmeisterschaften. Il est aujourd'hui la plus populaire et la plus suivie de toutes les compétitions sportives internationales. Dieser Tag ist auch für ihn ein stolzer Tag, denn er hat vor Jahrzehnten diese Weltmeisterschaft ins Leben gerufen. Und er erlebt heute, wie eine ganze Welt, Sportler aus allen Nationen der Erde, gleichgültig welche Religion, welche Politik sie vertreten, um den braunen Lederball spielen. Und auch wir wollen. De changer de métal à la prochaine occasion. Et maintenant. Immer noch geht keiner der Zuschauer. Und vielleicht darf ich Ihnen schnell sagen, was sich nun tun wird. Bestimmt werden die Telegramme und Briefe sich häufen für unsere tapfere deutsche Weltmeistermannschaft. 1000 Briefe und Telegramme sind es gewesen nach dem Sieg gegen Österreich. Wer weiß, wie viele es jetzt sind. Morgen wird unsere Mannschaft im Sonderwagen über Schaffhausen-Konstanz nach Lindau fahren. In Lindau ein Stopp. Und am Dienstagvormittag von Lindau wahrscheinlich in langsamer Triumphfahrt nach München
wo man am Nachmittag gegen 16 Uhr eintreffen wird. Und ich kann mir vorstellen, wie Sie in der Heimat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, anfallen. Und jetzt erfolgt